Dann fangen wir jedes Training mit Spielen oder Spielchen an. Ja, das heißt, wir haben relativ kurz, da wird nicht lang gedehnt, den gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr bei uns. Ja, man könnte genug drüber lesen, auch Richtung Verletzungsprophylaxe. Es gibt wirklich vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo jemand so steif ist, und so, dass das irgendwie einen Sinn macht. Aber den wärmt nicht auf in dem Sinn. Das heißt, den findet vorher nicht statt bei uns. Also wenn, muss einer das für sich noch, muss ein bisschen früher kommen, muss das machen. Dementsprechend geht das relativ zügig los. Wir fangen mit Spielchen an, was mal näher, mal ein bisschen weiter weg ist vom Spiel. Je nachdem, was ihr gerade so machen wollt, wenn man was schnell ist, wenn man wirklich merkt, die sind nicht gut drauf, jetzt muss ich mal ein bisschen was Lustiges machen. Nehme ich irgendwie mal anderes Equipment, was ich in der Halle habe. Oder bin ich in der Vorbereitungsphase, wo es um Wiederholung geht, bleibe ich ein bisschen näher am Spiel. Und das ist so das Erste, das geht eigentlich nach zwei Runden eingehen, geht das los, weil das jetzt nichts mit ganz, ganz explosiven Bewegungen, das ist so der erste Teil. Auch das geht darum, mit Spaß ins Training zu gehen.